Willkommen auf unserer zweiten Tour im Elsass. Wir stehen heute wieder in der Nähe von Colmar. Genauso wie gestern starten wir in eine richtig schöne Tour, die uns heute in Richtung der Vogesen führt. Anders als gestern sind wir heute nicht nur entlang vom Kanal und Wasser unterwegs, sondern entlang von Bergen und Weinbergen. Wir erkunden heute sehr, sehr viele schöne historische Orte hier in der Umgebung von Colmar und haben auf 40 Kilometern einige wirklich richtig tolle Städtchen mit Fachwerk mit dabei und sicherlich auch einige Punkte mit richtig tollem Ausblick. Ich freue mich richtig auf die Tour und auf die schönen Aussichten, auf die schönen Städte und sicherlich auch ein gemütliches Eis oder einen gemütlichen Kaffee unterwegs, denn wir sind bei über 35 Grad unterwegs. Ich freue mich aber auf jeden Fall ganz sehr darauf, unterwegs zu sein, und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Kommt einfach mit aufs Bike. Ja, es fängt ganz schön an hier in den Außenbezirken von Colmar. Wir sind wieder ein bisschen am Wasser unterwegs. Das ist ganz schön als Start für unsere Tour. Aber heute geht es wahrscheinlich auf ein paar Etappen mit viel Sonnenschein, weil wir nicht groß am Wasser oder im Wald unterwegs sind. Normalerweise sagt man ja Sicherheit durch Geschwindigkeit. Heute sage ich Kondition bzw. Ausdauer durch Geschwindigkeit, weil heute wird es auf jeden Fall richtig warm. Und da probieren wir ein bisschen gegen anzukämpfen, indem wir flott fahren und nicht ganz so viel in die Nachmittagshitze kommen und natürlich auch ein bisschen Fahrtwind genießen. Ja, das ist eine Aussicht, die werden wir heute wahrscheinlich nicht so oft haben. Mit Wasser und entlang von Bäumen mit Schatten. Ich glaube, darauf müssen wir heute sehr, sehr viel verzichten und deshalb auch das eine oder andere bisschen Pause einlegen. Aber hier haben wir echt einen schönen Anfang gefunden. Ich glaube einfach, die Definition von Radweg funktioniert in Frankreich ein bisschen anders. Da bin ich ja bei uns schon oft genug ganz froh, dass wir auch wirkliche Radwege haben. Aber hier sind Radwege halt Abschnitte auf mehr oder weniger ruhigen Straßen. Ja, willkommen in Turckheim. Das sind die Ausläufer von diesem Örtchen. Da kommen wir nicht in die Altstadt rein, sondern biegen irgendwann demnächst ab, um in Richtung Norden zu fahren. Unser Startabschnitt führt uns knapp entlang der Ausläufer der Vogesen nach Norden und dann ein bisschen weiter im Landesinneren wieder zurück. Auf dem Hinweg überwinden wir ein paar Meter an Höhe und auf dem Rückweg können wir es einfach richtig schön rollen lassen, insbesondere wenn wir dann in die Richtung von 2 Uhr, 3 Uhr kommen, wo es dann vielleicht ein bisschen wärmer wird. Ja, raus aus der Großregion um Colmar, rein in die Weinberge. Ja, das, was wir auf unserer letzten Moseltour kaum hatten, holen wir dann heute nach mit vielen Weinbergen, wie es scheint. Und ich bin da heute ganz schmerzfrei. Heute wird sich einfach unterstützen lassen. Also das ist ein schöner Ausblick hier, ha? Klasse. Wie gesagt, wir sind noch lange nicht irgendwo oben, sondern fahren wirklich noch relativ stark im Flachen rum. Heute haben wir ja auch am Schluss nur knapp 400 Höhenmeter. Jetzt kommen wir rein in einen richtig schönen Ort, nach Katzental. Schauen, ob wir irgendetwas sehen, was mit Katzen zu tun hat. Ja, kleine Örtchen, darauf freue ich mich so richtig heute auf der Tour. Ganz angenehm. Und überall die Katzen auf der Straße und die Pfoten. Ah, das freut mich. Schöne Sache. Jetzt müssen wir nur noch so ein echtes Exemplar sehen. Und dann wäre das noch mal schöner.
raus geht nach Katzenthal und uns erwartet eine unglaublich schöne Kulisse. Mit Weitblick, ohne dass wir wirklich viele Höhenmeter hatten. Weinbergen, soweit das Auge reicht. Das könnte Amerschwier sein, hier hinten, wo wir drauf schauen. Auch ein Ort, durch den wir durchkommen. Ich denke, das müsste der sein. Der kleine Berg bzw. die kleine Erhebung hier heißt Käferkopf. Auch schön. Wobei ich ja die gleiche Frage wie aus dem letzten Video stellen muss. Wie hört sich das an, wenn Franzosen Worte aussprechen, die ja eigentlich irgendwie nach deutschem Vokabular klingen? Entlang von Weinbergen und dann immer wieder mit dem Blick ins Tal zu richtig, richtig schönen kleinen Orten. Was ich sehr interessant finde, wenn man hier mit Komoot durch die Landschaft fährt, ist, dass viele Weinberge oder auch Felder, generell so ganz kleine Gebiete, so ein paar hundert Quadratmeter, benannt werden. Also irgendwie nicht die Hanglagen nur, sondern halt diese Anbaugebiete. Weil hier rechts haben wir beispielsweise das Hasengrab. Ist mir gerade aufgefallen. Und so sind wir auch gestern an Feldern vorbeigefahren, die anscheinend Namen für ihre Parzellen haben. Und das ist schon ganz interessant, dass man dann ganz viele Möglichkeiten hat, sich daran zu orientieren. Und wir kommen rein nach Amerschwier. Keine Garantie für die korrekte Aussprache von jeglichen französischen Worten, insbesondere Ortsnamen. Das hier sieht auch schön aus. Kleine Kapelle direkt am Ortsausgang. Und danach direkt die Weinberge wieder. Weil das hier ist jetzt gleich Kienzheim, wo wir reinkommen. Und da habe ich entsprechend ja kleine Ortsdurchfahrt eingeplant. Mal schauen, was uns da erwartet. Kienzheim, Stadttor. Auch wieder Stadtmauern scheinbar. Richtig schön. Kienzheim, eines der vielen kleinen Städtchen mit buntem Fachwerk, wunderbaren Aussichten. Und alles eingebettet in Weinbergen am Rand der Vogesen. Wow! Und jetzt geht's auf unsere erste Bergetappe. Ich hatte eben schon gesagt, die ganzen Parzellen, also wenn man es auf Komoot hier sieht, dann kann man immer die ganzen Namen lesen, die zu den Parzellen hier gehören. Diese Parzelle hier heißt Schneckentor. Wir klettern durch die Weinberge. Ah, wir kommen, glaube ich, rein nach Reykjavík. Der nächste kleine Ort, der aber hier auf dem Berg liegt.
Ja, es geht raus aus Rickenwier. Man muss schon sagen, dieser Ort hier ist touristisch völlig überlaufen. Also auch keine Chance für uns, um mal eine Pause zu machen. Hier muss man sich schiebend durch die Menschenmassen prügeln. Jetzt sind wir wieder auf einem gemütlichen Abschnitt durch die Weinberge. Wir haben noch eine kleine Steigung zu bewältigen. Und ab da geht es dann fast die ganze Zeit nur noch bergab für uns. Und dann können wir uns im nächsten Ort ein bisschen was suchen, wo wir Pause machen können. Stimmt, das habe ich heute noch gar nicht erwähnt. Heute ist der 14. Juli, also Nationalfeiertag in Frankreich. Ich war ja der Ansicht, dass es nur zwei Extreme geben kann heute. Entweder alles leer, weil alle Leute zu Hause mit der Familie sitzen und den Feiertag genießen. Oder alles voll, weil alle den Feiertag draußen genießen wollen und unterwegs sein möchten. Und ja, außerhalb der Städte bewahrheitet sich Ersteres. Da haben wir nicht ganz so viel Verkehr, was andere Radfahrer angeht, auch wenn viele Autos auf den Radwegen unterwegs sind. Aber in den Orten ist es echt ganz schön voll heute. Jetzt kommen wir im Tal nach Hunavir und dann geht es auf unseren zweiten Abschnitt in Richtung Ribeauvillé. Und da wollen wir auf jeden Fall mal die Möglichkeit finden, ein bisschen Rast zu machen. Aber jetzt müssen wir erstmal ein paar Höhenmeter wieder vernichten. Jetzt kommen wir nach Hunavir. Aber ich glaube, von dem Ort sehen wir nicht so viel. Fahren wir einfach gemütlich durch. Ah, schöner Abstecher hier nochmal mit ein paar richtig schönen Fachwerkhäusern. Ja, hier vorne sehen wir zwei oder drei Burgruinen gleich. Hier richtig toll gelegen. Ja, für uns geht es jetzt rein nach Ribeauvillé. Also der nächste Ort, den wir uns ein bisschen genauer anschauen werden und wo wir hoffentlich auch die Möglichkeit haben, ein bisschen Rast zu machen. Jetzt, wo die Shimano-Bremse sich auch ein bisschen über die Hitze beschwert, wie ihr hört. Jetzt sind wir vom Radweg unten, damit wir ja, eine schöne Schleife durch den Ort drehen können, der wirklich toll ausgesehen hat auf den Fotos von Komoot. Ist das ein Sträßchen hier? Wow! Schön. Das hier ist ein bisschen das Wahrzeichen von Ribeauvillé, der Pfeifer. Nachdem wir durch Ribeauvillé ganz viel geschoben haben, geht es jetzt endlich mal wieder auf die Räder und wir radeln mal noch an den äußeren Ecken des Orts vorbei. Aber da haben wir dann zumindest auch mal die Möglichkeit gefunden, kurz Pause zu machen. Jetzt sind wir halbwegs gestärkt für das, was wahrscheinlich der Rückweg sein wird. Auf jeden Fall auch eine ganz nette Stadt. Nicht ganz so überlaufen, aber natürlich auch mit einem nicht ganz so kleinen historischen Kern, sondern einfach einer gemütlichen Grand Rue, durch die man schlendern kann. Aber auch mit ein paar schönen Häusern. Nur nicht alles auf engstem Raum, daher war das eigentlich ganz in Ordnung. Was ich in Frankreich ein bisschen schade finde, ist, dass man sich anders als in Deutschland nicht einfach in ein Restaurant setzen kann und einen Nachtisch bestellen kann.
Das ist eine Sache, die hier nicht so gerne gesehen wird. Und man wird eigentlich dazu aufgefordert, eine Vorspeise, einen Hauptgang und dann einen Nachtisch zu essen. Daher haben wir heute Mittag mal die Restaurants ein bisschen gemieden und eine Eisdiele aufgesucht. Weil warm essen bei über 35 Grad ist vielleicht nicht so das Ideale. Aber gab genug Leute, die das sehr, sehr gerne gemacht haben, weil die Restaurants waren gut besucht. Jetzt geht es, glaube ich, offiziell wieder in Richtung Süden zurück nach Colmar. Ja, hier in der Ebene kann man sich noch mal richtig schön anschauen, wo man vorher war. Hier rechts oben liegt beispielsweise Reykjavik, der leider relativ touristisch überlaufene, aber wunderschöne Ort. Blick aus dem Tal nach oben kann auch schön sein, nicht nur Blick vom Berg nach unten ins Tal. Ja, willkommen in Benwir, beziehungsweise Benweiler. Auch nochmal ein kleiner Ort, durch den wir durchkommen. Und ihr seht, wie schön das hier liegt mit den Weinbergen direkt am Ortseingang. Unsere zweite Tour bei Colmar im Elsass neigt sich so langsam dem Ende zu. Wir haben heute wirklich unglaublich tolle Landschaften gesehen, ganz tolle Orte entdecken können und einfach eine schöne Zeit im Elsass verbringen können. Auch gestern war es wunderbar und ich habe euch wahrscheinlich einige schöne Aufnahmen von Colmar, der Innenstadt, im Video gezeigt. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, schaut da unbedingt mal rein. Ich bin wirklich froh, ganz spontan diesen Kurzurlaub unternommen zu haben, beziehungsweise mit meiner guten Freundin das zusammen gemacht zu haben für zwei wunderbare Tage und zwei wunderbare Radtouren. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und ich würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Touren entweder auf dem Rad oder auf dem Mountainbike wieder mit dabei seid. Merci et à bientôt.